ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Aporia Beyond the Valley. Jetzt hat es mal kurz geladen. Weiter geht's im Programm. Jetzt musste ich gerade mal die Batterien wechseln von meinem Controller, weil ich glaube, der macht nicht mehr so lange mit. So. Ansonsten, wenn der Controller versagt, muss ich mit Maus und Tastatur spielen. Aber ich mag es lieber mit dem Controller, das ist schöner. So. Was haben wir denn hier? Ein Aufzug. Okay. Schwierig. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Hier irgendwie so ziehen? Hier? Hier ziehen? Ach, hier. Okay. Ja. Sind wir jetzt bald oben? Jetzt sind wir oben. Was ist das? Hammer-Symbol? Ich schnapp mir mal das Fläschchen hier. Gönn ich mir. Pilze? Oh. Was ist das? Oh, das sieht ja sehr brüchig aus hier. Eine Geschichte. Der alte Mann. Oh nein. Was ist jetzt? Das hat die Pflanze mit unseren Toten gemacht. Jetzt haben sie einen Schuldigen gesucht und ihn. Was machen sie mit ihm? Sie verbannen ihn? Tja, hat dann wohl anscheinend doch seine Nachteile. Und das könnte natürlich auch das sein, was dann mit den Toten geschieht. Sie sind zwar nicht für immer geheilt, anscheinend bloß kurzzeitig, und wenn sie dann doch sterben, dann werden sie wahrscheinlich hier zu diesem, naja, ich sag mal, da wo diese komischen schwarzen Dämpfe rauskommen, das sind wahrscheinlich dann... Huh, was ist jetzt? Ach du Scheiße! Huh. Ich mich jetzt erschreckt. Okay. Ja, was wollte ich sagen? Ja genau, die Toten werden quasi zu diesen tödlichen Dämpfen und keine Ahnung. So denke ich mir, stelle ich mir das vor. Und wahrscheinlich haben die dann die Leute, die gestorben sind, in diese Sarkophags rein. Diese Deckel, wo ich dann immer geschlossen habe. Obwohl dann quasi diese Dämpfe rauskamen. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es nicht genau.
Aber das finde ich schon fies, dass sie jetzt ihn verurteilten, dass er an allem schuld wäre. Ja gut, er hat's ja auch gekocht und so, das Zeug. Aber woher soll er das denn wissen? Was denn jetzt? Nee, nee. Ich muss hier mehr rausziehen. Ach du lieber Gott. Oh, Scheiße. Oh, mich spült's hier raus. Alter. Okay, der Wasserpegel steigt. Wie weit steigt er denn? Was ist das? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Hängt bloß dicker Stein dran. Komm, schneller. Boah. Hallo. Schwimmen wir mal dahin. Das leuchtet so schön. Voilà. Was sind das für leuchtende Steine? Oh, noch mal so ein Ding. Okay, werden wir gleich noch mal rausgespült. Was ist das? Da hängt was. Es versucht aufzugehen. Okay. Na komm. Hallo. Oh, jetzt spült's mich wieder raus. Was ist jetzt? Wow, wow! Auftauchen, auftauchen. Boah. Wo bin ich denn jetzt? Das ist aber echt schon eine Riesenanlage hier. Hopsa. Warte mal, das... Ist das dieses Gestein, was er abgebaut hat? Oder was die abgebaut haben? Diese leuchtenden Steine? Ganz so begreife ich diesen Zusammenhang noch nicht ganz. Aber wer weiß, vielleicht löst sich das noch. Wenn ihr es vielleicht verstanden habt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, das Licht mache ich jetzt nicht an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht doch die Flüssigkeit sparen soll. Was ist das schön hier. Bin ich nicht mit diesem Ding da hochgefahren? Ich bin irritiert. Was? Warte mal, von da bin ich doch gekommen. Oder? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher.
das jetzt runter, oder? Ja. Hoppala. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich jetzt nochmal hochziehen sollte, aber ich gehe mal davon aus. Nein, nicht runter. Hoch. Schwierig. Na. Komm, einmal noch. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Schön. Ja gut, dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht habe ich nochmal was. Vielleicht habe ich was übersehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut, wenn ich da runterfalle. Ja, anders komme ich doch jetzt hier gar nicht mehr runter. Ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr sein. Verdammt! Schwierig. Und hier komme ich ja auch nicht hin. Hm. Vorschläge, Ideen. Muss ich jetzt wieder zurück, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee. Wie komme ich denn eigentlich hier hin? Ich würde gerne mal da unten hin. Runter bitte. Nein. Oh. Ich würde mir wünschen, das würde einfach mit einem Schwung gehen und einfach runter. Ah, noch ein kleines Stück. Okay, warte mal, das Ding brauche ich jetzt momentan eh nicht. Ich schaue nochmal kurz hier. Nicht, dass ich da noch was übersehen habe. Ach, guck an, hier geht's runter. Entschuldigung. Zieh wieder unnötig das Let's Play in die Länge. Hier sind wir ja hergekommen, ne? So, glaube ich. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Okay, was haben wir hier? Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie ein Gewicht drauflegen oder sowas. So, was ist das? Das Rädchen. Aha. Ich verstehe. Mhm. Wasserspiele, cool. Aha. Okay. Wasserwerk. Alter, sieht das geil aus mit der Sonne. Aha, das ist der Plan. Ach du lieber Gott. Yo. Da geht's los, dann darüber, dann da und dann da, 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 da. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Ach du lieber Gott. Und wie starte ich das ganze Ding? Warte mal.
ich mir das jetzt so von oben betrachte, das sind die zwei Hähne. Da kann ich das Ding drehen. Darüber. Oh Gott, hier sind mehr Hähne. Ach du Scheiße. Was? Du lieber Himmel. Echt jetzt? Was sehe ich denn hier? Was, welcher Hahn ist? Okay, das wird ein schwieriges Rätsel. Okay, und wie, wo starte ich das mit dem Wasser? Wo kann ich denn jetzt machen, dass hier Wasser läuft? Oh Gott, hier ist er noch. Ach du lieber Himmel. Was für ein Riesenareal hier. Ich kann das aber nicht bewegen, ne? Doch, kann ich. Was? Wir müssen den Wasserstand irgendwie so weit bringen, dass der... Okay, jetzt füllt sich der hier. Zu viel oder was? Ah, da passt das Verhältnis nicht irgendwie. Drei Tage später. Ich bin irritiert. Ich glaube, ich muss hier einen Schnitt machen und rumprobieren, bis ich es rausgekriegt habe. Okay, ich mache einen Schnitt und melde mich gleich zurück, wenn ich es rausgekriegt habe. Bis gleich. Das darüber. Darüber. Und dann da rein. Mann, Leute. Was? Ich werde wahnsinnig. Oh Gott, was für ein Kackrätsel. Entschuldigung. Was ist das? Du hast irgendeinen Stein gekriegt? Oh. Übel. So, jetzt, ich würde gerne da dran kommen. Was ist da? Komme ich da? Da ist Wasserstand, aber da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss... Ach du lieber Gott. Okay. Wo ist denn hier der Zulauf?
Ich gucke erstmal hier hoch. So. Das kann sich doch kein Mensch merken. Wer soll sich das bitte merken können? Ich nicht. Ich will überlegen, ob ich mir das für die nächste Folge aufhebe. Wird wahrscheinlich was gescheiter sein, oder? Dann gucken wir das uns in der nächsten Folge mal an. Mit den Wasserspielen. Huch. Hätte ich nicht. Wollte gucken, wo läuft denn überhaupt das Wasser rein hier? Hier. Das heißt, hier geht's dann nochmal los. Und dann müssen wir das alles irgendwie so drehen, dass es passt. Irgendwie. Vermute ich mal. Okay, wir gucken uns das in der nächsten Folge an, hätte ich gesagt. Und ich danke euch fürs Zuschauen und ja, Entschuldigung für den Schnitt, aber das Rätsel, das hatte es in sich. Das wahrscheinlich auch wieder. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.